Man hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, im Zusammenhang mit dem Lieferungsstopp beim Gas, da auch nochmal die Schuldenbremse auszusetzen. Das wäre meiner Ansicht nach so eine außergewöhnliche Notsituation, indem er gesagt hat, wenn wir von heute auf morgen von einem wichtigen Energielieferanten abgeschnitten werden, kann ich in diesem Jahr oder in dem Folgejahr, um das einzufangen, weil ich jetzt mir das teuer woanders einkaufen muss, nochmal die Schuldenbremse verlängern. Aber das wollte er bewusst nicht, wohl wissen, dass er sich 48 Milliarden Flüchtlingsrücklage unter den Nagel gerissen hat und verbraten hat, wohl wissen, dass er sich die 60 Milliarden betrügerischerweise für mich umgeschrieben hat oder zumindest verfassungswidrig. Sie klingen schon wie Herr Dobrindt gestern bei Anne Will. Ja, aber das ist ja so. Es war wirklich Schmuh und die haben die Leute belogen. Und die Leute dachten, es geht alles und jetzt erkennen sie, es geht nichts. Und wenn jetzt die Preise hochgehen, müssen die Leute wissen, man war von Anfang an von dieser Ampelregierung nicht ehrlich zu ihnen.